Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS19 Sales Grundprojekt. Da ist irgendwie gar kein Ton. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Dreh mal ganz kurz vor. Oder? Naja, so erstmal egal, warte mal, ich muss ja. Jetzt. Okay, weil eben war nämlich kein Ton, als ich hier hingefahren bin. Denn wir stehen jetzt hier mit dem Raps an der Verkaufsstation. Seht ihr ja auch ganz gut. Und dann verkaufen wir jetzt den Raps. So. Gucken, wie viel es bringt. 4500. So, dann setzen wir den hier fix auf seinen Kurs. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Dann kann der jetzt gehen. Habe ich direkt die Arbeitszeit angegeben? Genau. So. Ich bin jetzt übrigens bei der Map. Beim Autodrive-Kurse einfahren. Also für das Projekt, was geplant ist. Bin ich jetzt gerade dabei, die Autodrive-Kurse einzufahren. Und ja, die Straßen habe ich fast so gut wie fertig. Ein paar muss ich noch machen, aber ansonsten bin ich da schon, na, ich sag mal gut bei. Und ansonsten muss ich noch Kontostand übertragen, also den Ding, den wir da brauchen. Und ja. Also es geht langsam aber sicher voran. Und dies hier wird auch eine etwas längere Folge. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal rein in den Zeitraffer, bis wir am Hof sind. Bis dann. So, Leute, jetzt kommt so mit. Und ich muss sagen, ja, ich habe einen Kaffee. Warum? Na, da ist mir eben was passiert, aber das werde ich jetzt nicht weiter erwähnen. Was mir da genau unterlaufen ist, aber ist auch egal. Denn jetzt stellen wir den Hänger weg. Wir müssen den Ballen sammeln. Und dann damit die Ballen einfahren. So, jetzt wollen wir nicht ins Nachbarfeld reinfahren. Ach, trotzdem. Nehmen wir eben. Oder weiß nicht. Oder was nicht. Außenperspektive ziehen. Also bei mir läuft das Spiel gerade kurz, aber wenn ich mal wieder auf OBS gucke. Ja, da sieht es nicht so rosig aus. So, wir fahren jetzt dann direkt da hinten, um die Ballen fix einzusammeln und dann verkaufen zu fahren. Denn wir brauchen Geld, sieht man oben rechts. 4000 Euro haben wir. Warum wir das Geld verloren haben, weiß ich nicht genau. Hab ich nicht drauf geachtet. Aber wir haben Geld verloren. Hm? So, ich würde sagen, den mache ich aber im Zeitraffer noch nichts voll. So, herzlich willkommen zurück und wir fahren jetzt zum Verkauf. Da müssen wir rechts.
Und dann fahren wir jetzt hier links. Ich würde auch gerne in Perspektive fahren, aber das ist wirklich. Das fährt sich dann nicht gut, also das hackt dann wirklich komplett. Das ist auch nicht gut. Wenn ich daran denke, wie ich gestern bedingt eingefahren habe in den Aufwärtskurs. Ja, dann ist das hier. Nein, ich würde mal nicht sagen, was das hier dagegen ist, aber trotzdem ist es nicht. Auf jeden Fall ein schlechtes Ergebnis. Und ich kann euch auch, glaube ich, direkt sagen, also heute ist jetzt bei mir gerade Dienstag, morgen schneide ich dann das Video, aber für euch sollte das Video am Donnerstag online kommen. Und natürlich immer um 19 Uhr, das ist ja klar, ne? Aber ich habe auch vor, mein Mikrofon ist ja gerade ein bisschen komisch, ich habe auch vor, dann nächste Woche das Projekt zu vervollständigen, also beenden sozusagen, außer den Abschlussstream, der wird natürlich noch nicht nächste Woche kommen, der kommt erst etwas später, aber nächste Woche wird oder kommen die letzten drei Folgen vom LSOT-Felsbrunn-Projekt. Wie komme ich darauf? Ja, ganz einfach. Huch, er ist gut ausgestiegen, ich muss zettel. Ich finde einfach, ich habe richtig Bock auf das neue Projekt. 8000 Euro, by the way. Ich habe richtig Bock auf das neue Projekt. Und deswegen dachte ich mir, komm, beendest du das Projekt jetzt hier, dann beendest du Big, Big, kann man beim Big Farm Projekt jetzt nicht sagen, aber dann beendest du noch das Big Farm Projekt und dann geht es auch los mit dem neuen Projekt und das wird ungefähr in 2 bis 3 Wochen soweit sein. Also ich kann nicht genau sagen, wann es soweit ist, aber es wird nicht mehr lange dauern. So viel kann ich mal sagen. So, und da es hier schon die 47. Folge ist, werden die letzten drei Folgen dann in der nächsten Woche kommen. Also ich Montag, Mittwoch und Freitag oder so. Weiß ich nicht so genau, wie ich das handhabe. Aber wie gesagt, diese drei Folgen nächste Woche kommen. Und in der übernächsten Woche wird dann höchstwahrscheinlich irgendwann der Abschlussstream kommen. Wann, welchen Tag, das gebe ich nur deswegen hier fest, aber das muss ich erstmal sehen, wenn ich damit fertig bin. Also, wie gesagt, soweit habe ich jetzt schon vorausgedacht. Ob das am Ende alles so funktioniert, kann ich euch auch nicht sagen. Zumindest jetzt nicht. Das kann ich euch dann nach der 50. Folge sagen. Ja, von da ist ja auch noch ein Stückchen bis zum Frühjahr, so eine Woche wird da knapp, glaube ich, zwischen sein. Entweder mache ich am Mittwoch oder am Donnerstag. Am Freitag wird es schwer, weil ich da Feuer habe. Am Samstag habe ich auch keine Lust, noch ein Stream zu machen. Weil ich da auch Feuer habe. Und danach noch ein Stream, zumindest davor ein Stream. Nee, danke. Oder ist es sogar diese Woche? Das war diese Woche, glaube ich. Ja, ist auch erstmal egal. Ich lege, wie gesagt, noch fest. Wann was kommt. Aber jetzt in der nächsten Woche kommen erstmal die Felsbrunn-Folgen. So. Ich muss mal warten, bis er nach hinten schon liegt. Da oben liegt keiner mehr. Nächsten, dann nehmen wir noch ein Vier von der Straße auf und dann sind wir bei knapp 20.000 Euro. Ja, dann haben wir die Verkaufsfolge auch hinter uns und produktiv waren wir auch noch. Nächste so eine Folge. So. Wir warten. Es ist halt leider so, dass die immer auf der Straße rollen, aber
Naja, was soll er machen? Sieht halt einfach nicht so schön aus. Ändern kann ich nicht. Zack. Und dann können wir auch das Ding von der Arbeitsstelle wegnehmen. Ach, siehst du, ist hier noch ein Strohbein. Dann fahren wir, ja, das machen wir gleich mal so. Fahren wir gleich mit unserem Bier allerdings. Den Dings verkaufen, dann können wir hier nämlich schon die Seemaschine mit starten. Und ihr seht, diese Folge hier wird etwas länger. Das liegt einfach daran, dass ich mir jetzt in dieser Woche einfach ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen werde. Weil in der letzten Folge doch alles sehr, sehr zugepackt war mit den ganzen Alice im Hintergrund-Folgen. Habt ihr jeden Tag eine Folge Alice im Hintergrund gebracht und dann habe ich am Montag noch eine Folge, also gestern, dann, also bei mir ist jetzt gestern, bei euch wird es dann nach Montag gewesen sein, habe ich noch eine Folge Big Farm gebracht. Die 10. Folge, da kommen jetzt also auch noch 4 bis zum Abschluss. Und der ist so langsam neigt sich, was die jetzigen Projekte angeht, alles so ein bisschen dem Ende zu. Aber sobald das neue Projekt fertig ist oder da ist, wird es einfach wieder cool, denn das wird ein sehr, sehr gelungenes Projekt, hoffe ich, denn wir werden, wie kann ich schon mal voraussagen, ein saftiges Startkapital haben. Wir werden Autodrive haben, wir werden Coldplay haben, wir werden mit noch mehr Mods spielen und es wird groß. Was genau wir dort machen, also es ist, naja, ich verrate mal. Das, was wir genau machen, das wird dann, ich denke mal, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie in den YouTube Shorts ankündige, das Projekt oder so. Mal sehen. So. Dann laden wir die auch kurz ab. Und ich habe schon das Dingstens fertig. Das, na, wie hier auf dem Thumbnail immer das Felsbrunnen-Ding drauf ist, habe ich das für das neue Projekt jetzt auch schon fertig gemacht. Das Felsbrunnen-Projekt-Dings habe ich ja auch eigentlich nur von Nordrhein TV-Play genommen, weil er das alles angefangen hat und ich das so sozusagen weiterführe. Er weiß zwar, zumindest wusste ich nicht, dass er es weiß davon, aber er wird hoffentlich nichts dagegen haben, denn ich habe ja seine Folgen nicht nachgespielt. Ich habe einfach nur ab der 19. Folge, glaube ich, war es, nur weiter. So. Dann fahren wir das Ding jetzt mal zurück. Hängt's an den Jondier. Hauen den Dings noch dran, den Seemaschine hier dran. Ich hoffe, dass wir die nicht befüllen müssen. Dann wird zwar der Shop erstmal wieder ein bisschen leerer, aber na, wir werden sehen. Wir werden es sehen. So. Dann stellen wir das Ding mal hier mitten auf den Hof. Zack. Und hängen die Seemaschine, wie gesagt, an. Steht da hinten, kreuz und quer verteilt. Eigentlich, also ich habe jetzt gedacht für die Hoch, das war die falsche Seite. Eigentlich habe ich mir für die nächsten Folgen ausgedacht, dass wir im Abschlussstream unseren Kredit zurückzahlen, also natürlich nicht ganz, ne, das werden wir niemals schaffen, aber dass wir ihn erstmal so zurückzahlen. Okay. Und dann, ja moin, ja moin, wir fahren nochmal zum Shop gleich. Und wenn wir den Kredit dann, soweit es geht, zurückgezahlt haben, dann wird der Stream beendet. So habe ich mir das eigentlich ausgedacht, dass überlege ich mir aber gerade nochmal, denn vielleicht
Vielleicht ist es auch schlauer, wenn wir uns einfach noch ein Feld kaufen. Also klar, jetzt kommt alles auf einmal und es wird immer größer hier im Zeitpunktprojekt. Aber es wäre halt echt cool, ne? So, einfach so am Ende des Zeitpunktprojekts mit ein, also mit einem Feld sozusagen hoch. Mit einem Feld sozusagen gestartet und mit drei Feldern aufgehört, auch wenn die Felder natürlich nicht groß sind, ne? Muss man dazu sagen, aber das wäre trotzdem schon ganz cool. Oh, ich glaube, ich an jeder Straßenlaterne hängt. Jetzt mal rund Umleuchte anmachen, wenn wir wirklich so breit sind. So, mal um den Feld. Also, mir hackt es jetzt gerade ein ganz kleines bisschen, wenn ich auf OBS gucke. Oh, Gott. Mann. Das wird mir auch geändert. Ach, Leute, wir haben ja noch das Ding hier unten dran. Okay. Die Kreiseldings. Deswegen haben wir ja direkt Zeit, aber wir brauchen das ja gar nicht. Denn wir machen ja noch den extra Arbeitsschritt. Auch wenn wir den nicht auch nicht bräuchten. Egal. So. Dann sind wir jetzt auch gleich beim Shop angelangt. Füllen wir fix den Vorderdingstank auf und fahren zurück zum Feld. Und dann wird die Folge auch wieder pickepacke voll sein. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es eine längere Folge wird. Von daher alles nicht so schlimm. Und ich habe, by the way, mir so gedacht, ich werde mal versuchen. Ich weiß nicht, ob ich das auch nur ansatzweise hinkriege. Aber ich werde versuchen, für den LS22, wenn das soweit ist, eine eigene Karte zu bauen. Ich kann nicht versprechen, ob es was wird. Denn ich weiß einfach nicht. Ich habe noch nie sowas gemacht. Beschäftigt habe ich mich damit schon mal. Ich habe es versucht. Also, ja, versucht aber auch nur. Aber ich habe mir die Tutorials da nicht angeguckt. Ich habe mir einfach nur Tutorial angeguckt, wie was geht. Aber nicht von Giants, sondern von anderen Leuten, richtig? Und, naja, dann habe ich halt versucht. Und, das war vielleicht nicht ganz so schlau, das zu machen. Und als es dann mehr oder weniger schief gegangen. Oh, habe ich noch drei eingeladen? Eieiei. Na ja, komm, wir haben es ja jetzt, ne? Den kaufen wir noch fix ein. Oder nee, warte, wir stellen die Helferbetankung einfach an. Das geht ja auch. So, jetzt dauert es wieder, würde ich sagen, sehen wir uns mal wieder, wenn es hier geladen hat. So, Leute, jetzt hat das Ganze auch fertig geladen. Hallo, danke. Zack. Gehen wir mal rauf und machen die Helferbetankung. Da, Saatgut machen wir mal an. Jetzt. Zack. Ich bin halt auf meinem YouTube-Kanal und die neueste Folge von LS22 kam 8+2 auf, bevor die letzte Folge von LS22 hat 1. Wieder vor 4, wieder vor 4. Oh moin. Ja, ich sag mal so, dieser Kanal hier ist ausbaufähig. Aber da ich von dem neuesten Video, nee, von dem neuesten Video, ach keine Ahnung, von irgendeinem Elfam-Video von Nordrhein TV Play gelernt habe, dass ja er früher natürlich auch nicht direkt erfolgreich war, ist ja klar, auch wenn es früher wesentlich einfacher war, den Kanal aufzubauen, also wirklich wesentlich einfacher, aber jetzt ist er natürlich ein riesen YouTuber, genannt und Dropper, und früher hat er wirklich fast in der gleichen Situation gesteckt wie ich, also wie gesagt, früher war es wesentlich einfacher, einen Kanal aufzubauen. Aber er hat, wie gesagt, krass in welchen Diensten gesteckt wie ich, in der gleichen Situation wie ich gesteckt. Das ist einfach, ja, zu wenigen Leuten auch angezeigt wird. Ja. Früher wurde es, da es noch nicht so viele Videos gab wie heute, auch noch mehr Leuten angezeigt, aber, naja. Also da hat er irgendwie gesagt, er war froh, wenn er mal 100 Aufrufe gekriegt hat.
oder mal 1000 Aufrufe. Nach einer Woche so. Und ja, das habe ich mir so gedacht. Jetzt haben wir einen Kurs drin. Kein Kurs drin. Ah, jetzt mit dem Kurs. Dreschen drin, Feld 21. Muss die Dinge genau. Zack. Und ich. Ne, hier ist der Startpunkt. Der Startpunkt da. Ja, der Startpunkt ist da hinten. Stimmt, da war was. Da war was. So, mit denen haben wir mittlerweile auch, by the way, 18,9 Stunden unterwegs. Die hat noch irgendwie bei 20 oder so, 20,4 glaube ich, hat er runter. Das werden wir gleich sehen. Aber der hier ist auch schon ganz gut. So, was sehen wir jetzt an, ist die Frage. Ich hatte halt, obwohl, ja, das werden wir mal ein Projekt machen, da sage ich jetzt mal nichts zu. Ich wollte mal was Besonderes machen, aber ich, wir können nicht irgendwas machen, was teuer ist. Das kann nicht. Wir gucken einfach mal auf die Preise, was im Moment sich so am meisten lohnen würde. Also Weizen gibt es im Moment für 1000 Liter 6,57, soweit ich weiß, kein schlechter Preis für Weizen, weil er hat natürlich auch eine größere Menge als Raps oder der ähnlichen. Hier gibt es 562, das ist besser, glaube ich. Also ich glaube, die beiden sind fast identisch, was das angeht. Von der Menge. Also wäre Gerste im Moment sogar besser. Hafer. Aber ja, ich glaube, Hafer ist auch immer so ein Getreide. Das ist, oh, das ist Soja, die ist Hafer, ne? Die Soja ist dann. Hafer ist doch, glaube ich, immer so ein Getreide, das bringt auch nicht so wirklich die Menge. Aber Hafer wäre auch nicht schlecht. Raps bringt auf jeden Fall nicht die Menge, ist aber auch mit 1300er auch nicht schlecht. Ne? Sonnenblumen. Oh, aber da brauchen wir was anderes für. Können wir machen. Ja, Soja hatten wir gerade. Wird das also auch raus. Und dann kommt, glaube ich, nur noch Sachen. Oder kommen nur noch Sachen. Kartoffeln können wir nicht machen. Wir können Rüben nicht machen. Baumwolle können wir nicht machen. Zuckerrohr kann man nicht machen. Oha, ist Zuckerrohr billig. Eier werden produziert. Hofladenstand. Ey, wenn wir mal 1000 Liter haben, kriegen wir einfach 4000 Euro dafür. Krass. Wolle können wir nicht machen. Weil wir können Schafe haben. Ja, dann war das aber schon mit. Ja, man könnte halt noch hier. Das Pellets? Das Pellets? Ich glaube ja. Hier ist irgendwie Heu oder Stroh, ich glaube. Stroh ist das, Heu ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe da mal nicht durch. Eins ist auch noch Mist dabei. Wisst ihr was? Wir machen Hafer. Oder Hafer? Ich weiß nicht so genau. Aber. Wir machen Gerste. Komm, schreibt in der Gerste. Dann können wir nämlich noch dieser Stroh davon machen, den wir behaften tut ja auch. Und das auch noch verkaufen. Das werden wir dann wahrscheinlich in der 50. Folge machen. Oder? Vielleicht noch im Abschlussteam, ich weiß es nicht genau. Das werden wir ja dann sehen. So, dann können wir mal Saat werden Z. Mühe, ich kann noch ein Gras halten. Gerste. So. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Gerste sehen. Das wird jetzt natürlich etwas teuer wieder, so das kann ich mir wieder nicht angucken, weil. Nee, das geht aber nicht wieder anzugucken. Der hat mittlerweile 21,6 Stunden runter. Mann, Mann, Mann. Machen wir mal. Großplayoffs, macht ich gerade wieder. So, und dann. Fahren wir jetzt hier rum. Darum und ich habe natürlich den Weg mitgenommen.
Und Leute, ich habe überlegt, wir werden, als wir jetzt Offscreen machen, ich werde auf dem Feld da hinten, wo wir gerade so Tiefenblätter haben, werde ich tatsächlich Dings ansehen, Rad ansehen. Dann können wir nämlich im Abschlussteam dort noch einmal richtig was an Gras runterholen. Und dann daraus die Lageballen machen und die Lageballen geben bekanntlich richtig viel Kohle ab. Und dann holen wir jetzt fix einen Ballen von da hinten, der da noch liegt. Und den Rest holen wir auf unserem schönen Stein oder Schuppen oder wie auch immer. Und ich sehe, also bei mir ist die Folge jetzt ewig lang, aber ich habe auch ewig viele Pausen eingebaut. Deswegen ist sie bei euch wahrscheinlich nicht so ewig lang, aber ich beende die Folge trotzdem, wenn ich verkauft habe. Nein, ich bin da wieder mit. So, B ist der Arbeitsmodus. Zack. Zieh mal rum hier. Und hier haben wir auch noch Getreide. Ich weiß gar nicht, was ist. Ich glaube, das ist eine Hafer für die Pferde. Und das ist, glaube ich, auch noch. Stimmt, die Pferde müssen wir auch noch auswechseln. Das gibt auch noch mal Kohle. Okay, ich glaube, wir können uns doch noch ein Feld leisten. Ich glaube, wir können uns doch noch ein Feld leisten. Ja, ich denke mal, das wird nur noch klappen. Ich glaube, das war nicht so mein. Muss ich gerade sagen. Aber wir müssen, wir wollen noch keine Kunden haben. So, jetzt haben wir noch den Zünden jetzt dann. Hier hat man aber auch keinen Platz zum Rangieren. Und ein Kopfchen, wer hat das gedacht? Oder ein Pfahl, wer jetzt immer. Übrigens bin ich mittlerweile ein XXL-Fan von Cosplay geworden. Es gibt tatsächlich immer noch Leute, die das nicht nutzen. Also es gibt auch viele Leute, die das nicht nutzen. Aber ich kann euch ans Herz legen, nimmt Cosplay. Ihr müsst es ja nicht ständig updaten, das muss ja nicht sein. Aber Cosplay ist eine echte Erleichterung. Glaubt es mir. Das ist halt wirklich so. Und alle Konsolenspieler, holt euch ein PC. So, dann können wir jetzt. Hört mit B, dann können wir den ausklappen. Und dann können wir die Kunden da hinten nehmen. Zack. Guck mal, einen wieder nach vorne. Gut. Gib den wieder nach hinten. Zack. Zack. So. Und dann bringen wir nochmal die letzte Pelzstroh weg. Stroh haben wir eh noch genug. So ist ja nicht, dass man Hafer oder was das hier ist. Hier. Und bringen den Stroh weg. Das springt den Stroh zu kommen.
So, dann werde ich offscreen bis zur nächsten Folge hier noch die Pferdepick aushalten. Und die Autoseitkurse für die neue Karte fertig machen. Also neu ist die Karte nicht, die ist schon ewig draußen. Aber selber noch die, den Namen von der Karte, der wird wahrscheinlich im Livestream erwähnt. Also seid unbedingt dabei. Wenn ihr dazu kommt, wie gesagt, ich kündige den noch an. Ja, dann müsst ihr da unbedingt dabei sein in den Livestream. Da wird das nicht dann alles folgen wahrscheinlich. So, Buch hat sich hier auf jeden Fall abgelöst. Nee, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Kann jetzt nicht wahr sein. Das ist doch neulich erst. Wird ein Lady draufgestellt da. Komm schon, ich bin hoch. Mensch, ich bin nicht. Also müssen wir ganz kurz noch das machen. Abgewöhnt, angewöhnt. Abgewöhnt, angewöhnt. Ziehen immer ein Stückchen weiter. Guck mal, der ist ja gar nicht drüber, der. Ne, gibt's nicht. Nee, er will nicht. Abgewöhnt. Zack, wieder voll. Eigentlich wollte ich den wieder schieben. So, jetzt sehen wir ja, wo rüber geschoben war oder was. Die Räder passen tatsächlich nicht rüber. Oder ist nicht rüber. So. Hm. Die gibt es nicht wirklich. Oh, die sind. Keil, die Dinger. Ja, dann springe ich da dann hier. Ja, zumindest kriege ich ihn mal ein bisschen umgekehrt. Ja, wirklich. Also gut, ob es gut geht, weiß ich auch noch nicht. Aber ich kriege ihn zumindest so. Ja. Da wird schon klappen. Ich hab's geschafft. Tatsächlich. So, dann fahren wir jetzt aber wirklich fix hoch. Und hoffe, dass ich noch ein Video drauf hänge. Das ist eine Leitplanke. Okay, beide gucken. Hinten müssen wir auch nicht unbedingt wieder streiten, ne? Ja, also das können wir nicht wieder streiten, ne? So, dann sehe ich, das ist mittlerweile 48. Oh Mann.
So, dann laden wir mal ab. Wir tauchen die Ballen noch weg. Denn die brauchen wir ja eh nicht, die 8 Ballen. Zack. Und dann haben wir jetzt insgesamt 2106 Euro plus gemacht. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge habe ich die Pferde ausgeritten. Habe ich den wieder zum Hof gefahren. Und ist der Case mit beiden Feldern beim Sehen fertig. Also eine ganze Menge zu tun für mich. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns trotzdem erst in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und ciao.